Ich kam als junger Mann nach Alonissos, weil ich die Wahrheit gesucht habe. Man sagte mir, dass hier ein Weiser leben würde. Ich war auf der Suche nach Menschen, die in ihrem Inneren die Vereinigung mit Gott verwirklicht hatten. Heute ist er der weise Mann, zu dem die Menschen hierher auf die Sporadeninsel Alonissos in Griechenland kommen. Sie kommen von weit her, weil sie glauben, dass er sie von unheilbaren Krankheiten heilen wird. Ne. Fernis Chari. Der 66-jährige Yorgos Vithulkas gilt als der berühmteste Homöopath der Welt. Für viele ist er die letzte Hoffnung. Also bei mir wurde halt im Februar 97 eine Colitis ulcerosa festgestellt. Die gilt halt in der Schulmedizin als unheilbar. Und seitdem habe ich auch schon mehrere Krankenhausaufenthalte hinter mir. Und die Schulmedizin sieht halt als einziges Mittel das Cortison in Aussicht, was ich nehmen könnte. Und da ich aber halt nicht mein ganzes Leben das Cortison nehmen möchte, ist halt hier die letzte Hoffnung, dass der George Vithulkas mir helfen kann. Wer ihm hier so begeistert applaudiert, sind Kardiologen, Kinderärzte, Heilpraktiker, Allgemeinmediziner. Sie kommen aus der ganzen Welt nach Alonissos, um von ihm zu lernen, wie man chronische Krankheiten heilt. Auch Evas Fall wird hier behandelt. Sie hat eine Entzündung des Darmes mit starken Blutungen. Auch Yorgos Vithulkas war chronisch krank, bevor er die Homöopathie entdeckte. Seine Lebensgeschichte ist die Suche nach einem Ideal, der gesunde Mensch, die Harmonie von Geist, Seele und Körper. Vor 30 Jahren kam ich zum ersten Mal nach Alonissos. Ich fand hier keinen Weisen, sondern diese wunderbare Natur. Damals fühlte ich, dass ich hier leben wollte, dass ich aus Athen weggehen musste. Es gefällt mir, in der Natur zu leben, in der Einsamkeit. Schon in der Antike gab es auf Alonissos Heilzentren. War es wegen dem Klima, wegen der Natur, die hier sehr schön ist? Wegen den Kräutern, die hier sehr üppig wachsen? Yorgos Vithulkas ist 1932 in Athen geboren. Er war 8 Jahre alt und seine Schwester 10, als die deutsche Wehrmacht in Athen einfiel. Vater und Mutter wurden erschossen. Von Kindesbeinen an musste er arbeiten, damit er und seine Schwester überleben konnten. Jene Zeit war in Athen sehr schwierig. Wir hatten nichts zu essen. Als Kind hatte ich nicht die Nahrung, die ich brauchte, um normal aufzuwachsen und mich zu entwickeln. Die Folge war, dass ich im 16. Lebensjahr ein sehr schweres Problem mit der Wirbelsäule bekam. Es brachen Stücke ab, denn mein Skelett hatte sich nicht richtig entwickelt. Ich hatte schreckliche Schmerzen. Die Ärzte schlugen ihm eine Operation der Wirbelsäule vor, mit dem Risiko, gelähmt zu bleiben. Er war 16 Jahre alt und entschied sich für ein Leben mit Schmerzen. Die Chirurgie war 1948 natürlich primitiv. Und die andere Möglichkeit, ein Leben lang schmerzstillende Medikamente einzunehmen, gefiel mir nicht, weil ich nicht von einem chemischen Stoff abhängig sein wollte. Diese Abhängigkeit missfiel mir, weil ich vom Charakter her unabhängig bin. Er studierte in Athen, wurde Bauingenieur und nahm in Südafrika eine Stelle an. Seine Schmerzen plagten ihn ständig. Er lernte durch einen englisch-jüdischen Heilpraktiker die Homöopathie kennen. Der Ingenieur fand das Fachgebiet seines Lebens. Das erste Buch über Homöopathie, das ich gelesen habe, war für mich wie eine Offenbarung. Denn diese Heilmethode war für mich sehr wichtig und sehr logisch.
Ab dann sahen mich die Menschen in Südafrika, die mich kannten, ständig lesen. Ich las ununterbrochen und überall. Ich war besessen von dieser Heilmethode. Ich ging ins Restaurant, hatte das Buch neben mir und ich las und aß. Bei der Arbeit las ich. Wenn ich abends von der Arbeit nach Hause kam, las ich weiter. Und tatsächlich fand er die Heilung für seine eigene Krankheit in der Homöopathie, das heißt in der Natur. Die Heilmittel der Homöopathie stammen aus Kräutern, aus Mineralien, aus Schlangengiften und anderen tierischen Substanzen. Um ihre Wirkung zu erforschen, werden die Mittel gesunden Menschen verabreicht, die Symptome akribisch genau über Jahre beobachtet und festgehalten. 2000 Arzneimittel bietet die Natur an. Ein Stoff, der bei einem gesunden Menschen Fieber verursacht, kann den Kranken vom Fieber heilen. Der Grundsatz der Homöopathie lautet, similia similibus curentur, Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt. Dieses Prinzip ist seit Hippokrates bekannt. Vor 200 Jahren hat der deutsche Samuel Hahnemann, ein Arzt aus Meißen, es wieder entdeckt. Er gilt als Gründer der klassischen Homöopathie. Um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, wähle eine Arznei, die ein ähnliches Leiden erregen kann, wie sie heilen soll, schrieb Hahnemann. Yorgos Vithulkas ist ein Meister darin. Nach der klassischen Methode sucht er das Heilmittel für Eva. Ihre Ärztin und eine Dolmetscherin sind dabei. Evas starke Darmblutungen sind für Vithulkas nur ein Teil ihrer Krankheit. Er will den ganzen Menschen kennenlernen, um die Symptome richtig zu deuten. Was denkt Eva, was fühlt Eva, was hasst sie, was liebt sie? Können sie Gemüse und Obst essen? Oder verschlimmert das die Colitis? Also Gemüse kann ich alles essen und halt Früchte, Südfrüchte, Zitrusfrüchte. Echte Heilung heißt in der Homöopathie, die Harmonie von Körper, Denken und Fühlen wiederherzustellen. Alle scheinbar einfachen Fragen sind von großer Bedeutung. Sie ist intolerant of heat. Können Sie Hitze nicht vertragen? There is a lot of heat because I see No, I tolerate the heat pretty well. Pretty well. Cold? Und Kälte? Not so much. No. Salz, wie viel Salz benutzen Sie? Sehr wenig. Very little. Welche Beziehung hat sie zum Vater, zur Mutter? Hat sie kalte Füße, Ängste? Schläft sie auf dem Bauch, auf der Seite? Schwitzt sie leicht? Welche Krankheiten hat sie in der Kindheit gehabt? Vithulkas Schüler verfolgen in der Videoübertragung die Krankheitsgeschichte der Patientin, um anschließend zusammen mit ihm nach der geeigneten Arznei zu suchen. Während das Seminar läuft, landet auf der Insel die nächste Patientin. Die reiche Israelin kommt mehrmals eigens für die Behandlung nach Alonissos. Politiker, Künstler, Schriftsteller, Geschäftsleute aus Sydney, Moskau, London oder New York kommen auf die Insel. Nicht, dass er mit ihnen für sich Geld verdienen will. Sie sind wichtige Werbeträger für die Homöopathie und außerdem finanzieren sie seine Forschung. Lilienwurzel, Sepia, Schwefel. 3 Stunden diskutieren sie jetzt schon über die richtige Arznei für Eva. Die Ärzte lernen aus Vithulkas 40-jähriger Erfahrung, das Krankheitsbild des Patienten zu erkennen und das dazugehörige Mittel unter den 2000 herauszufinden. Jedem Patienten soll nur ein einziger Wirkstoff verschrieben werden. Nux vomica heißt das Mittel, das Yorgos Vithulkas selbst nimmt. Lege den Nux vomica. Nux vomica stammt von einem Baum in Südamerika. Diese Arznei enthält etwas Strychnin und ist geeignet für Personen, die sehr reizbar und nervös sind, die nicht leicht einschlafen können. Sie leiden unter Schlaflosigkeit. Menschen, die alles selbst machen wollen. Sie wollen die Kontrolle über alle Dinge haben. Το κοντρόλ όλων. Είναι
Alle homöopathischen Arzneimittel werden hauptsächlich auf der Basis der psychisch-geistigen Ebene verschrieben. Nux vomica hilft mir, wenn ich sehr viel Stress habe. Eine kämpferische Natur, wie seine Biografie bezeugt. Yorgos Vithoulkas hat in Südafrika und in Indien Homöopathie studiert. Seine Approbation bekam er 1966. Anschließend ging er als Leibarzt des indischen Philosophen Krishnamurti in die Schweiz. Er kehrte später nach Griechenland zurück, gründete in Athen die Schule für homöopathische Medizin. Er machte Athen zum wichtigsten Zentrum für Homöopathie in Europa. Heute noch ist er Direktor dieses Zentrums, in dem 25 Ärzte arbeiten. Der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere war die Verleihung des Alternative Nobelpreises für Medizin im Jahre 1996. Im Stockholmer Parlament überreichte ihm Jakob von Uexküll den Preis. Bezeichnenderweise genau 200 Jahre nach der Gründung der klassischen Homöopathie durch Hahnemann. Die Jury ehrt Yorgos Vithoulkas für seinen herausragenden Beitrag zur Wiederbelebung des homöopathischen Wissens und der Ausbildung von Homöopathen auf dem höchsten Standard. Dadurch ist die Homöopathie eine effektive Alternative zu anderen medizinischen Schulen geworden. Die Homöopathie ist mein Leben, denn für mich ist sie die erfolgreichste Therapie auf der Welt. Sie ist eine Therapie, die mit der Natur geht, sie begleitet. Sie unterstützt den Menschen und bindet ihn ein in seine natürliche Umwelt. Und sie hat erstaunliche Erfolge. Sein Garten, Oliven, Feigen, Granatapfel, Mandelbäume. Sein Lieblingsplatz, wo er jeden freien Moment verbringt. Aber wirkliche Freizeit kennt dieser Mann nicht. Er ist stets für seine Patienten und seine Ärzte aus dem Athener Zentrum erreichbar. Heute gibt es dicke Bohnen zum Mittag. Er macht mit seinem Gärtner den Garten, das heißt, er überlässt ihn eigentlich der Natur. Τι φάρμακο σκέφτεσαι? Όχι. Φυτόλακα, ναι, σωστό. Φυτόλακα 200, δώσε επανειλημμένες δόσεις, δώσε 5-6 δόσεις. Zum Heilen gehört Liebe, totale Hingabe. Du musst dich oft selbst vergessen. So beschreibt Vithoulkas seine Arbeit. Όχι. Εντάξει. Εντάξει. Γεια, γεια. Herr Vithoulkas, wer war diesmal am Telefon? Ein Arzt vom Zentrum in Athen. Er hat mich wegen zwei Patienten um Rat gefragt. Der erste Fall ist eine Frau, 35 Jahre alt. Sie hat Abszesse an Zahnfleisch und die Zähne fallen aus. Sie knirscht nachts mit den Zähnen und hat geschwollene Lymphknoten. Aus diesem Grund habe ich empfohlen, Phytolaka zu geben. Das ist ein Wirkstoff. Die zweite Patientin hat eine schmerzhafte Kehlkopfentzündung auf der linken Seite. Wenn sie sich ins Bett legt, hat sie den Eindruck, erwürgt zu werden. Sie bekommt keine Luft, wird ständig wach. Hallo? Uhu, no, call the academy. Oh, hi, Richard. Okay, where are you, in England or in... Oh, yeah. No, it's okay. See you. Okay, Richard, bye.
Was bedeutet Ihnen die Gartenarbeit? Sie bedeutet Entspannung, seelische Reinigung. Seelische Reinigung? Dadurch werde ich von den vielen Problemen, die sich in mir ansammeln, seelisch gereinigt. Ich komme hierher und arbeite. Und es ist für mich eine Befriedigung. Die einzige Befriedigung, die ich außer meiner Arbeit habe. Die einzige Befriedigung? Die einzige. Ich habe kein Interesse daran, in eine Bar zu gehen, in eine Disco. Ich bin noch nie in einer Disco gewesen. Ich habe noch nie Karten gespielt, obwohl es bei uns üblich ist zu spielen. Ich kann nicht Karten spielen. Ich trinke nicht. Verbringen Sie die meiste Zeit hier? Ja, ich bleibe 9 Monate im Jahr auf der Insel. 3 Monate reise ich. Ich unterrichte im Zentrum in Athen und im Ausland. In Deutschland bin ich zuletzt vor 1,5 Monaten gewesen. Dieses Jahr fahre ich noch einmal nach Bonn und halte ein Seminar an der Universität. Dann nach Russland, an die Moskauer Akademie. Dann nach Holland. Reisen Sie gerne? Nein, überhaupt nicht. Eigentlich komme ich sehr gut mit mir selbst aus. Wenn man mich auf eine Insel bringen würde, wo ich allein wäre, könnte ich da problemlos jahrelang leben. Aber ich bin verpflichtet zu reisen, zu reden. Ich habe begriffen, dass ich das alles machen muss, um die Homöopathie zu verbreiten. Sonst wird nichts geschehen für die Homöopathie. Sie ist sehr wichtig für die gesamte Menschheit. Das müssen die Menschen verstehen. Sollten sie es nicht begreifen, dann werden wir große Probleme haben, weil die chemischen Arzneimittel allmählich die Organismen zerstören. Sie werden die menschliche Rasse degenerieren. Alonissos muss er keinen mehr überzeugen. Überall trifft man auf Menschen, die Vithulkas und seine Ärzte geheilt haben. Im Fischerdorf Stenivala lebt der 4-jährige Ikaros. Als unser Kleiner 2 Jahre alt war, hatte er spastische Bronchitis und anfangs nahm er sehr viele Antibiotika ein. Schließlich kam mit der Homöopathie eine große Hilfe. Er macht nun seit 3 Monaten eine Therapie und es geht ihm sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Es war eine sehr ernste Sache. Der Kleine war an einem Punkt angelangt, wo er nicht mehr atmen konnte. In der Nacht bekam er starke Hustenanfälle. Wir als Eltern fühlten uns sehr schlecht, weil wir hier isoliert sind. Wir haben auf Alonissos keine Krankenhäuser, keine Notfallstation. Der Elektroingenieur Viron Papageorgiou, ein Rentner aus Athen, macht Urlaub auf Alonissos. Die Geschichte seiner Heilung und der seiner Familie grenzt an ein Wunder. Ich war sehr krank. Ich hatte 3 Krankheiten. Die eine war Arthritis, die andere Magenschleimhautentzündung und die dritte Durchblutungsstörungen. Für diese 3 Krankheiten haben mir die Schulmediziner 3 verschiedene Medikamente gegeben. Die habe ich eingenommen, ohne dass es mir besser ging. Weil meine Lage aussichtslos war, wandte ich mich an die homöopathischen Ärzte, an Herrn Vithulkas. Danach hat sich mein Leben total geändert. Ich bin gesund geworden.
Außerdem hat er meinen Söhnen sehr geholfen. Der eine litt an extremer Kurzsichtigkeit. Er hatte 12,5 Dioptrien auf dem linken Auge und 1,5 auf dem rechten. Das Kind konnte überhaupt nichts sehen. Nach der Behandlung, die Herr Vithulkas persönlich übernommen hat, hatte der Junge schon nach 6 Monaten 8 Dioptrien links und 4,5 rechts. Er konnte plötzlich normal sehen. Und bis heute, er ist 29 Jahre alt, haben sich seine Augen nicht verschlechtert. Das alles ohne chirurgischen Eingriff. Sein Leben hat sich geändert. Er trägt mittlerweile Kontaktlinsen. Und man merkt nicht, dass er kurzsichtig ist. Um die 200.000 Patienten, meist chronisch Kranke, hat Yorgos Vithulkas bisher erfolgreich behandelt. Patienten mit einer Krankheit im Endstadium kann auch er nicht mehr retten. Gerade hat er einen Anruf von seiner Sekretärin bekommen und die Verärgerung kann man ihm vom Gesicht ablesen. Das englische Parlament will ein Gesetz gegen die Vergabe von homöopathischen Mitteln an Tiere verabschieden. Sie behaupten, wenn eine Kuh homöopathische Mittel bekommt, gelangen diese in die Milch und können von den Menschen aufgenommen werden. Das ist doch blödsinnig. Sie geben der Kuh Antibiotika, Hormone, das macht ihnen nichts aus, aber homöopathische Mittel schon. Morgen oder übermorgen wollen Sie die Direktive verabschieden. Und meine Sekretärin sagte mir, ich solle eine Stellungnahme für das Europäische Komitee für Homöopathie schreiben, damit wir verhindern, dass das Gesetz verabschiedet wird. Und ich habe keine Zeit dafür. Solche Dinge machen mich wütend. Das sind die gleichen Politiker, die auf der anderen Seite behaupten, homöopathische Mittel hätten gar keine Wirkung. Alles falsche Informationen, um andere in die Irre zu führen. Yorgos Vithulkas Rückzug in die Idylle Alonissos ist nur bedingt gelungen. Hier mitten in einem Waldgebiet, weit weg von den Dörfern, lebt er mit seiner Frau. Frau Vithulka ist auch Griechin. Sie lernte ihren Mann als seine Patientin kennen. Auch sie kam mit einer angeblich unheilbaren Krankheit zu ihm, vor 30 Jahren. Frau Vithulka scheut die Öffentlichkeit, sie möchte im Hintergrund bleiben. Sie hat ihr Leben, ihrem Mann und seiner Homöopathie gewidmet. Alonissos ist das Tor zum größten Meeresnaturschutzgebiet Griechenlands. Auf den unbewohnten Nachbarinseln gibt es seltene Mönchsrobben. Auf Alonissos selbst leben die Menschen weitgehend noch im Einklang mit der Natur. Evangelizza ist nicht die einzige hier, die sich der Natur als Apotheke bedient. Dieses Kraut heißt Kalikrasu und ist gut für den Magen. Wir kochen es und trinken einen Esslöffel jeden Morgen auf nüchternen Magen. Kennen Sie viele Heilpflanzen? Sehr viele. Können Sie uns noch ein paar nennen? Ich werde jetzt da unten Wildklee sammeln. Der ist gut gegen den grauen Star für die Augen.
Man hat für den Wildklee verschiedene Namen. Mit dem Wildklee kann man die Verschlimmerung vom grauen Star verhindern. Wir sammeln ihn abends oder morgens vor 10 Uhr, weil die Sonne noch nicht so warm ist. Dann lassen wir ihn an einem schattigen Platz trocknen und kochen ihn dann. Auch im alten Dorf, das den Namen der Insel trägt, hat die Natur den Sieg davongetragen. Das nächste Krankenhaus liegt auf dem Festland, 4 Stunden entfernt, und ist nur mit dem Boot erreichbar. Die Menschen mussten sich hier selbst helfen und die alten Heiltraditionen blieben erhalten. Sogar der junge Inselarzt, Dr. Yorgos Athanasiou, überrascht mit seiner Einstellung. Ich ermutige meine Patienten in vielen Fällen, bei denen die Schulmedizin nichts machen kann, sich homöopathisch behandeln zu lassen. Wir Schulmediziner behandeln nur Symptome mit Chemie. Wir therapieren nie die eigentliche Krankheit. Sicherlich kann ich nicht alle Patienten zu Homöopathen schicken, denn ich würde damit das Gesetz brechen. Der griechische Staat verpflichtet mich dazu, der Schulmedizin zu dienen. Natürlich befinde ich mich da in einem Konflikt, aber der Nutzen für den Patienten geht vor. Deswegen nähere ich mich immer mehr der Homöopathie an. Ähnliches durch Ähnliches heilen. Das sei eine sehr hohe Wissenschaft, die eine tiefe Bildung brauche, meint der Inselarzt. Er würde die Homöopathie nicht praktizieren, weil er sie noch nicht gut genug kenne. Allerdings ist er bereits Schüler von Yorgos Vithoulkas. Hauptsächlich für die Ausbildung von Ärzten und Heilpraktikern hat Yorgos Vithoulkas in seinen zahlreichen Büchern dieses 200 Jahre alte Wissen wiederbelebt und erweitert. Sie sind in 20 Sprachen übersetzt. Anleitungen zur Heilung von Allergien, Asthma, Rheuma, Arthritis, Multipler Sklerose, Krebs. Zurzeit schreibt er an seinem Lebenswerk Materia Medica Viva, lebendige Medizin. Er will seine 40-jährige Erfahrung und seine Studien der Nachwelt hinterlassen. Doch die Schulmedizin bestreitet nach wie vor die Wissenschaftlichkeit der Homöopathie. Wird Vithoulkas der endgültige Beweis für die Wirkung homöopathischer Mittel gelingen? Kaum vorstellbar, nach dem heute gültigen wissenschaftlichen Denken. Wenn mehrere Menschen die gleiche Krankheit haben, muss ihnen das gleiche Medikament helfen. In der Homöopathie dagegen können 2 Menschen die gleiche Krankheit haben und durch unterschiedliche Mittel geheilt werden. Vergleichbar einem Tropfen im Ozean werden die Substanzen verdünnt. Deswegen wirft die Schulmedizin der Homöopathie vor, sie sei nur als Placebo wirksam. Die Homöopathie hat ihre größten Erfolge bei Kindern und Babys. Bei ihnen ist der Anteil des Placebo-Effekts gleich null. Sie hat Erfolge bei Tieren, bei Menschen im Koma. Sie holt sie heraus aus dem Koma. Das, was man uns nachsagt, sind oberflächliche Urteile von Menschen, die sich nicht wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben sehr viele Erklärungen abgegeben, wie die Homöopathie wirkt. Und trotzdem verlangt man immer wieder neue Erklärungen. Es ist sehr einfach. Wenn ein Organismus Krankheitssymptome entwickelt, dann tut er das, um sich selbst zu heilen, um einer Störung entgegenzuwirken. Daraus folgt, wenn du ihm eine Arznei gibst, die diese Symptome verstärkt, dann verstärkt sie in Wirklichkeit den Abwehrmechanismus des Organismus. Das ist die ganze Geschichte. Es gibt keine logischere Schlussfolgerung. Wir haben auch die theoretischen Grundlagen erarbeitet, unter anderem mit Hilfe der Physik. Es bleibt jedoch immer dieses Problem, warum das Medikament wirkt, obwohl die Substanz in der Verdünnung nicht mehr nachgewiesen werden kann.
Aber es wirkt. Was interessiert uns also wie? So war es auch mit der Elektrizität. Am Anfang wussten wir nicht, was es war. Wir drehten einen Knopf und es wurde Licht. Wussten wir, dass es die Bewegung von Elektronen ist? Oder konnte jemand damals erklären, was Elektrizität ist? Hätten wir also folglich auf den elektrischen Strom verzichten sollen, weil wir nicht wussten, wie er entsteht? Ich glaube, dass es mit der Zeit unerschütterliche Beweise geben wird, wenn die Regierungen und die EU Mittel für die Forschung bereitstellen. Aber es ist nicht ein Problem von Beweisen, sondern ein Problem der Pharmakonzerne, die viel Geld verlieren, weil mittlerweile Tausende, Millionen von Patienten zu homöopathischen Ärzten gehen. Folglich suchen auch immer mehr Ärzte nach Alternativmethoden zur Schulmedizin und nach einer guten Ausbildung. Wegen der großen Nachfrage hat Vithulkas vor 3 Jahren die Akademie für klassische Homöopathie auf Alonissos gegründet und die Insel zum Mekka der Homöopathen gemacht. A similar stimulation on the defense mechanism. But always remember, if this happens, then your patient belongs to this. Jorgos Vithulkas Seminare sind stets ausgebucht. Aus aller Herren Länder kommen die Ärzte und Heilpraktiker. Aus Amerika, Deutschland, Russland, Italien, Holland, Schweden, Malta, Israel, Indien, aus der Schweiz. 17 Nationalitäten sind hier versammelt. Da viele Bewerber nicht aufgenommen werden können, werden seine Lehrveranstaltungen auf Video aufgezeichnet und im Ausland für die Fortbildung verwendet. In Deutschland übernimmt die Jorgos Vithulkas Stiftung in Stockdorf bei München diese Aufgabe. Sie wurde eigens für die Unterstützung seiner Arbeit von deutschen Homöopathen gegründet. Die hyperaktiven Kinder, gehören die in die dritte Gruppe? The hyperactive children, do they belong into the third group? 8 Semester dauert die Ausbildung, pro Semester 2 Wochen Intensivkurs. Nach der Abschlussprüfung bekommen die Teilnehmer ein Diplom von Jorgos Vithulkas, das in homöopathischen Kreisen besonderes Ansehen genießt. Der griechische Staat jedoch erkennt Jorgos Vithulkas Studium der Homöopathie nicht an. Der Meister selbst darf den Beruf eines Arztes nicht ausüben, im Gegensatz zu seinen Schülern, die in den meisten Fällen zugelassene Ärzte sind. Den Beruf des Heilpraktikers kennt Griechenland nicht. 2 Allgemeinmediziner aus Deutschland und ein Kardiologe aus der Schweiz über den Grund, warum sie hierher kommen. Die absolute Ohnmacht und Frustration, vor allem bei der Behandlung der chronisch Kranken. Ich habe keinen Ausweg gesehen. Ich konnte nicht chronisch kranke Menschen effektiv heilen. Sehen Sie hier in der Homöopathie einen Ausweg? Absolut. Vor 12 Jahren habe ich dann das Videoseminar von George Vithulkas gesehen und dann ist es einfach ein Erleuchtungsprozess für mich. Das ist Homöopathie, so wird Homöopathie praktiziert und ich habe dann sofort aufgehört und habe wirklich auch sehr viel Glück gehabt. Ich konnte sofort ein Seminar bei ihm machen und mache jetzt seit 12 Jahren klassische Homöopathie und ich kann mir keine andere Art von Medizin vorstellen. Was bedeutet Ihnen George Vithulkas persönlich? Was er mir bedeutet? Persönlich. Also er ist halt einfach ein ganz großer Lehrer und ich sehe ihn inzwischen auch als Freund, weil ich kann bei jeder Schwierigkeit, die ich habe, kann ich ihm einen Fax schicken oder anrufen und ich kriege Ratschläge von ihm und wurde auch von ihm schon selber in einer lebensbedrohlichen Situation behandelt. Also er ist für mich wirklich der strahlende Lehrer. Er ist, glaube ich, für uns alle einfach ein ganz wichtiger Mensch auf diesem Planeten. Ich bin Allgemeinmediziner. Bei mir war es genau diese Unzufriedenheit, dass der Patient auf ein krankes Organ reduziert ist, auf seine Laborwerte reduziert ist und nicht das Ganze gesehen wird. Und ich habe mich auf die Suche begeben und habe eben die Homöopathie gefunden. Und bei George speziell habe ich eben gesehen, dass er genau das, was Hahnemann schon vor 200 Jahren geschrieben hat, wieder aufgegriffen hat, nämlich das Einbeziehen der Gemüts- und Geisteskrankheiten. Vithulkas Sekretärinnen tippen Briefe an die Kirche. Sie wehren sich gegen eine Diffamierungskampagne. Solche Ärzte und Heilpraktiker seien eine Sekte und Jorgos Vithulkas der Sektenführer. So lautet der neueste Vorwurf von 2 Medizinprofessoren aus Griechenland.
Sie wollen erreichen, dass die griechisch-orthodoxe Kirche dies offiziell erklärt und Vithulkas exkommuniziert. Diese Broschüre mit den Anschuldigungen wird überall in den Kirchen verteilt, Zustände wie im Mittelalter. Nun sitzt er hier und unterschreibt eine Gegendarstellung, die er an die Metropoliten, die Erzbischöfe Griechenlands, verschicken will. Es ist bereits der zweite Angriff, der gegen ihn in seiner Heimat geführt wird, ungeachtet seiner internationalen Anerkennung. Vor 2 Jahren, nach der Preisverleihung, hatten jene Professoren durch die Presse verbreitet, dass Vithulkas und einer seiner Ärzte in Athen am Tod des damaligen Ministerpräsidenten Papandreou schuldig seien. Selbst der Geheimdienst Griechenlands hat sich eingeschaltet. Papandreou wurde teilweise mit homöopathischen Mitteln behandelt, allerdings viel zu spät. Vithulkas muss die Insel wieder mal für einige Tage verlassen. Er hat einen Termin beim Kirchenrat in Athen und eine Einladung vom Gesundheitsausschuss des Europarats, Tagungsort Zypern. Mr. Vithulkas, I welcome you very much and ask you please to take a stand. Honored Mrs. Chairman, honored members of the Council of Europe, I'm glad to be here today and to be able to share with you some of my... Vor den Parlamentariern des Europarats stellt er die Homöopathie als die wahre Alternative zur Schulmedizin dar. Er fordert die Abgeordneten auf, an den Universitäten ihrer jeweiligen Länder das Studium der Homöopathie einzurichten, als eigenständiges Studium neben der Schulmedizin. Nur so könne man die Patienten vor den Scharlatanen unter den Homöopathen schützen und die große Nachfrage nach homöopathischen Ärzten seriös beantworten. Deswegen müsse auch die Forschung dringend gefördert werden. Die Kassen sollten angehalten werden, homöopathische Behandlungen und Arzneien voll zu finanzieren. Da die homöopathischen Medikamente billiger seien, liege hier angesichts unserer leeren Kassen außerdem eine Chance für die Gesundheitsreform. Yorgos Vithulkas ist wieder auf Alonissos. Das Treffen mit den Kirchenvertretern durften wir nicht filmen. Überhaupt will die Kirche zu den Vorwürfen gegen Vithulkas und seine Schüler nichts sagen. Die Insel schafft Abstand, gibt ihm die Ruhe und die Kraft, die er für seine Arbeit braucht. Akademie zeichnet Eva die Stätte ihrer Hoffnung. Kann er etwas gegen ihre Krankheit tun? Wir haben sehr viele solcher Fälle von chronischer Darmentzündung geheilt. Obwohl sie viel Cortison bekommen hat und Cortison die Behandlung für uns schwierig macht, glaube und hoffe ich, dass dieses Mädchen in einigen Monaten, in weniger als 4 Monaten, in einem sehr guten Zustand sein wird. Die völlige Heilung wird etwa 1 Jahr dauern. Seine Kraft und sein Kampf überzeugen. Vielleicht, weil er unendlich gütig und bescheiden ist. Allen Menschen, die ihm begegnen, möchte er das Wertvollste im Leben schenken, die Gesundheit. Und sie lieben ihn, auch wenn sie das nicht aussprechen können, wie sein Gärtner, ein Nachbar. Ihn hat er von der Parkinson'schen Krankheit geheilt. Deswegen, weil zum Heilen auch Liebe, Hingabe gehört, wie Yorgos Vithulkas zu sagen pflegt.
Τρώμε από δικά μας προϊόντα. Και εγώ και ο Κωνσταντής. Wir essen Gemüse aus unserem eigenen Garten, Konstantis und ich. Wir bearbeiten den Garten zusammen, ernten und essen nur ökologische Produkte. Hier gibt es keine Chemie. Das ist Ziegenmist. Damit düngen wir. Nur Ziegenmist. Wo lernen Sie solche Sachen? Hier bei Konstantis. Er ist mein Lehrer in der Gartenarbeit. Ich bin der Lehrling des Gärtners. Und Georgos ist mein Lehrer in Homöopathie. Und das seit 17 Jahren. Damals zitterte er so arg, dass er kaum etwas in der Hand halten konnte, sagt Konstantis. Ich gebe ihm eine Arznei für seine Konstitution, weil ich darauf geachtet habe, wie er sich anzog, wie er reagiert hat, welche Speisen er aß. Diese Menschen können einem nicht sagen, was sie für psychische Probleme haben. Er würde mir sagen, was fragst du mich da? Ich habe hier einen Schmerz am Knie und brauche eine Arznei und Schluss. Dieser Mann wäre jetzt mit seinen 81 Jahren total unfähig. Ohne die homöopathische Behandlung würde er nach 17 Jahren Parkinson überhaupt nicht mehr arbeiten können. Der nächste Plan eines ruhelosen Geistes. Hier, an der schönsten Bucht Alonissos, wird er bald ein Gesundheitszentrum erbauen lassen. Sozusagen das Krankenhaus zu der Akademie. Architekten aus Singapur, Berlin, Athen, London und München haben Georgos Vithulkas bereits ihre Entwürfe vorgelegt. Mein Lebenstraum ist, die Homöopathie auf diesem Planeten anerkannt zu sehen, ohne dass jemand sie ins Wanken bringen kann, sie verdrängen kann. Ohne dass jemand dieses Kapitel jemals wieder schließen kann, so wie es in der Vergangenheit oft passiert ist. Die Homöopathie wird bleiben.